Guten Morgen, YouTube! Hallo! Grüß euch, der Cracky hier. Ich glaube, das kann nicht gut gehen. Ich glaube, der Rechner hat gerade zu viel zu tun. Moment, machen wir hier mal Stopp. So, ich hoffe jetzt passt es besser. Es kam ein Kommentar ums Eck, wo doch mal darum gebeten wurde, die Essenz von Bastelnächten eventuell in einem kurzen Video zusammenzufassen. Sprich, eine kurze Zusammenfassung zu geben für alle die, die keine Lust haben, mir 2,5 Stunden beim B450, X470 schlecht reden und X370 promoten, zuhören wollen. So läuft es ja im Moment zumindest. Kann ich verstehen, finde ich auch gut, finde ich eine super Idee. Und die letzte Bastelnacht jetzt, gestern spontan eingeworfen am 15.8., gibt auch ganz gut Anlass dafür, dass man das einfach mal kurz zusammenfasst, was ich denn so für Erfahrungen gemacht habe, was es so Neues aus der Welt, aus meiner kleinen Hardware-Welt gibt. Und da dachte ich mir, hey, okay, dann fassen wir das mal kurz zusammen. Ich hoffe, das war jetzt schon nicht zu lange Anrede. Geht um ein Crossfire-System. Jetzt muss ich doch den Camcorder mir schnappen. Welches ich ja aufgebaut habe mit den beiden wassergekühlten Radeons, der 580 und der 480. Das habe ich nochmal hervorgekramt, weil ich ja bisher bei dem Gerät einfach das Phänomen hatte, dass das Crossfire-Setup nicht lief. Ja, also es lief nicht. Toll, alles spiegelt. Ja, bling, bling, RAM und da drin sind 2 Grafikkarten. Sofern man das vermuten möchte. Es lief nicht mit 3000er CPUs. Also mit dem Ryzen 3000 lief es nicht. Und hatte halt den Grund einfach, wie sich jetzt herausgestellt hat, dass es am BIOS liegt. Die haben mit den neuen AGESA-Codes, jetzt sind aktuell die AGESA-Codes bei ASRock raus, mit 1003 ABB. Die beinhalten dann unter anderem diesen Linux-Fix, dass die Ryzen 3000er CPUs dann auch tatsächlich Zufallszahlen ausgeben, wenn sie darum gebeten werden. Und damit lief es dann. Quasi auf Anhieb. Also ich konnte das Teil dann in Crossfire benutzen und wir haben eine schöne Performance erlebt in Shadow of the Tomb Raider in 1440p mit maximalen Details, bis auf die Bewegungsunschärfe, weil die braucht ja kein Gamer. Also das ist einfach nicht schön. Ja, wofür stellst du die Texturen hoch, wenn dann eh alles verwaschen ist, wenn du dich bewegst? Das ist irgendwie doof. Mag ich nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bewegungsunschärfe mögt oder nicht. Ich hoffe doch, ihr mögt sie nicht. Nein, keine Beeinflussung meinerseits. Jedenfalls, das lief richtig gut. Das lief ziemlich sauber. Es hatte ein paar Darstellungsprobleme mit Multi-GPU, dass die Reflexionen so leicht verzögert dargestellt werden. Einmal durch den Schlamm, wo die Tessellierung am Ackern war, hatten wir dann so schwarze Artefakte und so ein Kram. Aber es lief konstant über 60 FPS, eher so im 70er-Bereich, 70 bis 80. Lief ziemlich super. Und ich habe es tatsächlich auch ein bisschen weitergespielt, habe mich mit dem Jaguar angelegt und seinen Kumpel erledigt und dann kam diese tolle filmische Predator-Anleihe und danach haben wir es dann auch ausgemacht. Da haben wir noch kurz angeguckt, wie groß der Leistungszuwachs ist von einer Grafikkarte zur zweiten. Mit einer Karte waren wir an einer bestimmten Stelle bei 40 FPS, mit der zweiten Karte waren wir bei knapp über 70. Also in etwa so 80 bis 90 FPS Prozent Leistungszuwachs hat man tatsächlich. Ja, es gibt nur halt super wenig Spiele, die das machen. Also es lohnt sich halt nicht. Stromverbrauch war irgendwo zwischen 400 und 500 Watt in dem Szenario. Spiele, die mir so spontan einfallen, die es tatsächlich supporten, 2 Radeons zusammenzuschließen, mal vom Kühlaufwand abgesehen und der Stromaufnahme natürlich, sind Rise of the Tomb Raider. Das läuft tadellos. Ich glaube, bis auf irgendwie den letzten Level oder den Abspann, der Crash, glaube ich, unter DirectX 12. Shadow of the Tomb Raider läuft gut. Nicht fehlerfrei, aber läuft gut. Und Strange Brigade, das läuft fantastisch. Ich denke mal, Sniper Elite ist ja von den gleichen Machern wie Strange Brigade. Das sollte wahrscheinlich auch ziemlich gut laufen, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ansonsten ist halt der normale Crossfire-Support softwareseitig komplett über Bord geworfen. Es läuft nur noch über Multi-GPU in DirectX 12. Wenn die Entwickler den Bock haben, das zu implementieren, läuft es super gut. Aber
Es kommt halt selten vor, weil halt so Multi-GPU-Systeme, hey, ich habe die Kamera ausgemacht, weil so Multi-GPU-Systeme halt auch einfach die absolute Ausnahme sind. Geil, ich kann es versuchen zu zeigen, wie ich will, es geht so einigermaßen. Ne, also so Systeme mit zwei Grafikkarten sind halt einfach die absolute Ausnahme. Hier der Royal RAM 3600er, der lief tatsächlich mit XMP-Profil einfach direkt. Ich teste den gerade im Memtest. Das habe ich mir spaßeshalber mal so aufgenommen, dass ich den jetzt einfach mal laufen lasse und schaue, ob der stabil bleibt. Ich denke mal, das werde ich kurz auf Twitter dann raushauen, dass ihr da Bescheid wisst, ob der denn einfach mit XMP-Profil mit dem 3700X auf dem X370 Gaming X, das ist das Board hier drunter, das günstige ASRock X370er, ob der denn da stabil lief. Also verbraten wir jetzt einfach mal 6 Stunden lang, na gut, so lange dauern 16 GB nicht, aber 3,5 Stunden lang einfach mal 100 Watt aus der Dose. Großer Spaß. Ja, das war's im Prinzip. Ja, sonst haben wir Schrauben gesucht, haben ein bisschen Quatsch gelabert. Ich habe einen drüber gekriegt, weil ich immer noch kein Asus-Board vorgestellt habe. Sorry dafür, aber ich muss halt Prioritäten setzen und vergammeln tut hier nichts. Bei Ravioli haben wir schon immer das gemacht, was uns Spaß gemacht hat. Und jetzt bin ich gerade frisch aus dem Urlaub wieder da, frisch umgezogen. Und es sind immer noch 15 Kisten auszupacken, die irgendwie hier vielleicht rein sollen. Man weiß es nicht so genau. Aber die alte Wohnung ist weg. Das ist schon mal ein geiler Punkt, der mir gut gefällt. Das sind jetzt sogar mehr Infos, als man in der Bastelnacht entnehmen konnte. Ja, sonst war der Lüfter, der hier drauf steckt, ein riesen Radaumacher. Der war unglaublich laut. Und da kam dann der Plan auf, vielleicht doch nochmal noch einen Radiator dem System zu spendieren oder vielleicht den Luftstrom zu ändern, um vielleicht dann doch die CPU auch unter Wasser zu setzen. Aber das wäre natürlich dann wieder so ein endgültiges Ding, weil dann CPUs zu tauschen ist halt immer sehr, sehr aufwendig. Aber ja, dazu vielleicht später mehr. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ich erwarte aktuell tatsächlich auch ein Custom-Modell von einer RX 5700 XT aus dem Hause PowerColor. Gucken wir mal, wann die aufschlägt. Da bin ich schon ziemlich gespannt drauf, weil Samstag ist natürlich auch wieder Bastelnacht auf Twitch. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Den Link zu unserem Kanal. Das kostet nichts. Einfach anklicken, Seite geht auf. Man kann sich bei Twitch auch registrieren. Das geht sehr schnell. Das kostet auch wiederum nichts. Und dann drückt man das Herzchen. Und dann aktiviert man noch den Schieberegler, der sagt, hey, benachrichtige mich, wenn die live sind. Und dann funktioniert das. Dann bekommt ihr fast täglich eine Live-Benachrichtigung. Weil wir ja ein großes Team sind und wir vor allem unseren Twitch-Kanal halt gemeinsam befeuern und sehr viel Spaß an der Freude damit haben, um mit euch gemeinsam ein bisschen Zeit tot zu schlagen. Ja, Mario Maker 2 habe ich mir im Urlaub geholt. Ein Level habe ich gebaut. Gibt's auf Twitter, auf meinem Krekioli. Naja, nicht der Rede wert. So, ja, bis zum nächsten Mal und tausend Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. 10 Minuten nicht geschafft. Nein!